Hallo und herzlich willkommen beim neuen Angespielt von mir. Ich war wieder bei der Sura unterwegs, habe einen Entwickler angeschrieben und das Spiel hier bekommen. Und das will ich euch natürlich dann und natürlich auch in ein Angespielt vorführen. Ich bin nicht so der Crack in dem Spiel, aber ich habe es jetzt ganz grob verstanden. Habe es jetzt echt schon eine Stunde gespielt. Macht ein bisschen süchtig. Grafik, ihr seht es schon, ist eigentlich ein Grund wegzuklicken jetzt schon mal erstmal das Video, aber ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht. Also es macht wirklich Spaß. Ich habe es jetzt wirklich schon eine Zeit gespielt und versucht die ganze Zeit verzweifelt eine kleine Insel aufzubauen, wo die Menschen überleben, aber immer wieder sterben die bei mir. Gut, mir geht's ja nur, damit ihr das Grundprinzip vom Spiel seht. Der Link zum Spiel ist in meiner Beschreibung verlinkt. Das kostet irgendwas mit 1 Euro noch was, das Spiel. Also das ist nicht wirklich teuer. Aber mehr kann man auch nicht verlangen. Aber es ist trotzdem schon ziemlich interessant. Bevor ich euch jetzt vollsulze, gehe ich auf Start Game. So, ich bin jetzt mitten im Spiel. Mehr gibt's hier nicht, nur Wasser. Auf Wiedersehen. Nein, Quatsch, natürlich gibt's hier mehr. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Fläche. Hier können wir anfangen, ja, gottmäßig eine Insel zu erstellen. Wir haben hier so ein grünes Feld, das müssen wir erstmal freiklicken. Und das kann ich jetzt zum Beispiel so eine Insel erstellen. Der arme, das ist mal einer von unseren Menschen. Der ist natürlich ziemlich aufgeschmissen, so ganz alleine. Kann jetzt erstmal, ja, ich mache erstmal eine runde Insel. Eine schöne kleine Insel. Weil, umso mehr Menschen es sind, desto mehr Ressourcen brauchen wir. Und umso schwieriger ist das später zu überleben. Heißt also, irgendwann sterben alle aus und dann kann man sich hier ewig lang seine leere Insel angucken. Ab und zu kommt ein Bauer wieder, der verhungert dann. So, und ein Strand entsteht auch immer automatisch. Den können wir, wenn wir wollen, dann auch wieder löschen. Einfach nur draufklicken. Das Ganze, ihr sagt jetzt bestimmt, denkt es ja, dann macht doch alles jetzt einfach als Karte und Bau. Nee, das geht nicht, weil wir müssen erstmal langsam anfangen, die beiden sammeln. Ihr seht, diese beiden Typen, die werden hier auch oben angezeigt. Da haben wir zwei Lebende, die sammeln jetzt Fleisch, Steine, das sind Hühner, Samen ein und trockene Äste, die wir später für Boote bauen brauchen, damit man angeln gehen kann. Das habe ich bis soweit habe ich das noch nie geschafft, denn wir brauchen 25, ich nenne sie mal Bauern, damit das, oder ich nenne sie Überlebende, passt besser bei dem Titel. Und ja, das ist nicht so einfach. Ihr seht ja, dass ich das einfach wegmachen kann, wenn es mir nicht gefällt. Und lasst die Typen bauen. Ganz so einfach ist das aber nicht. Die machen das nicht einfach so weiter und holen Essen. Die verbrauchen natürlich auch Essen, wenn man nicht sammelt. Und dazu müssen wir erstmal eine Hütte bauen. Das ist so eine Art Lager. Das kann ich einfach so hinsetzen. Ihr seht, das ist jetzt so eine Grundmauer. Die Typen, die laufen mal random hier rum. Der zielt jetzt Gott sei Dank zufällig drauf. Baut das Haus, wenn er das berührt. Und dadurch bekommen wir dann mehr Ressourcenplatz. Zudem können wir dann eine Geflügelfarm bauen. Die setze ich mal einfach hier hin. Der läuft hoffentlich jetzt davor. Na. Ah. Bei den beiden reicht das erstmal so ein bisschen. Die sammeln jetzt 44 Holz, habe ich, 23 Steine. Hier ist natürlich eine Mine, die kann ich schon bauen. Das macht dann das mit den Steinen ein bisschen attraktiver. Muss aufpassen, nicht, wenn ich es baue, während die da drin laufen, dann backen die darin fest. Da, das Problem. Muss ich wieder löschen, sonst backt der eine darin fest und das ist gar nicht gut. Ihr seht, wir haben jetzt gar keine Ressourcen mehr für Insel. Übelst das Problem, aber unser Balken ist ja rappelvoll. Wir können natürlich dann mehr Inseln erschließen. Am Ende entsteht dann tatsächlich eine schöne Insel. Nicht einfach alles ausgefüllt vom Bild, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Ist auch nicht, glaube ich, der Sinn und Zweck. Am Ende entsteht echt eine schöne Insel. Man bemüht sich auch wirklich immer, dass das auch ordentlich aussieht. Mal ein bisschen schick machen wieder. Einfach mit der Maustaste rüberfahren. Dann haben wir auch wieder einen normalen Strand. Am Strand entstehen immer Palmen. Mache ich die Palme weg, wird es ein Baum. Also das ist vom Spiel schon so gedacht. Manchmal weiß aber der Baum nicht, ob er eine Palme sein will, dann backt er so ein bisschen. Das sieht immer ziemlich lustig aus. Aber bis dahin habe ich mit dem Spiel eigentlich noch keine Probleme gehabt. Nur das zu verstehen, war anfangs ein bisschen schwierig. Tag und Nacht haben wir auch, hat aber irgendwie keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit oder so, glaube ich. Ihr seht jetzt, die Hühnerfarm ist leer. Wir müssen echt mehr Land erschließen. Ich mache einfach mal eine ganz schicke Insel. Mal gucken, wie weit ich in so ein 20-Minuten-Video komme. Aber wie gesagt, ich selber habe es noch nicht geschafft, über 25 Bauern zu kommen. Also ich habe noch nicht 25 Überlebende gehabt. Um mal anzufangen mit den, zum Beispiel mit den Fischen. Also das habe ich noch nicht hinbekommen. Ich bin noch zu doof. Gut, damit es auch gut aussieht. Immer schön. So. Gleich wird der Tag, dann wird das Bild wieder ein bisschen angenehmer. Die Farm, die jetzt gebaut wird, die wird sich gleich mit Hühner füllen. Wir haben jetzt für Hühner, ja, ihr seht, da sind 24 drin. Manchmal geht es auf 23 zurück, wieder jetzt 25. Sammelt sich so langsam mehr. Ist aber auch wichtig, weil wenn es auf Null geht, Essen ist wie gesagt das Wichtigste beim Überleben, logischerweise. Trinken gibt es hier nicht. Haben wir dann genug Essen, dann werden es auch mehr Menschen.
umso größer das wird, desto mehr Menschen werden es auch. Und dann darf er nicht gleich Vollgas geben. Geht sowieso nicht, weil irgendwann ist dieser rosa, lila Balken ja futsch. Ich mache einfach mal hier so, erschließe, na, da sind jetzt Hühner immer ein Ding. Erschließe einfach noch ein bisschen mehr Landmasse, die es zu bewirtschaften gilt. So. Zudem haben wir hier noch ein Fragezeichen. Das erklärt uns nochmal das Spiel. Das wird leider im Tag- und Nachtrhythmus mit dunkel, was ein bisschen doof ist. Hier werden uns erklärt, welche Rohstoffe was sind, wofür die sind. Hier sehen wir, dass wir 25 Überlebende brauchen für den nächsten Upgrade der Hütte. Dann brauchen wir da nur draufklicken. 50 Überlebende gibt dann eine bessere Hütte und gibt natürlich immer mehr Zeugs. Und das ist natürlich das Endstadium. Das werde ich wahrscheinlich niemals schaffen. Dann bei den Hühnerfarmen sieht das genauso aus. Bei den Booten, die wir erst ab 25 das normale herstellen können, da habe ich das erstmal gerafft. Ab 25 Überlebenden können wir dann endlich ein Angelboot herstellen. Und dann müssen wir uns hier hocharbeiten. Das Ganze sieht optisch langweilig aus, ist aber tatsächlich sehr, sehr interessant. Mit Enter komme ich hier wieder raus. Mein Strand hier weg, sieht ja doof aus. Da backt ein Huhn. Und fangen mal an. Wir haben immer noch zwei Überlebende. Ich baue eine neue Hütte. Ich baue die einfach mal hier so rein. Muss warten, bis der kommt. Zufälligerweise läuft er direkt davor. Und baut mir die damit und ich kriege wieder mehr Platz. Noch eine Hühnerfarm, damit wir mehr Hühner anbauen können. Das Ganze geht auch mit einem Nummernblock. 7 ist dann das hier. Ich baue mal einen Stein direkt im Weg, damit der... Man kann es ja ein bisschen, ihr seht es eben, ein bisschen lenken, wenn man es da hinbaut, wo er dann hinläuft. Hier ist das Gebäude immer noch nicht fertig. Wir kriegen immer mehr Ressourcen, also mehr Platz für Ressourcen. Ich kann das hier erhöhen, habe aber wirklich ehrlich gesagt noch gar nicht rausgefunden, wofür das ist, wenn ich da mehr mache. Ich lasse erstmal auf 0 stehen. Ich habe mir das Entwicklervideo extra nochmal reingezogen, aber ist alles nicht ganz so einfach. Gut, wir haben natürlich noch Felder. Die sind auch wichtig. Das sind alles später Rohstoffe, die wir brauchen auf die 4. Ich mache erstmal 4 von beiden. Der eine, der gibt, ich kann die auch nebeneinander machen, die sehen eben ein bisschen anders aus. Oh, kein. Doch, habe ich noch Ressourcen? Das habe ich alles 4 genommen. Ich wollte eigentlich 5 drücken. Egal, wir haben noch ein paar Ressourcen. Da haben wir genug Felder. Kann ich nicht bauen? 5. Warum fehlt mir das? Warum geht das nicht? Das habe ich manchmal einfach so. Keine Ahnung. Geht gerade nicht. Aber ihr seht, immer wenn die da durchlaufen, passiert was in diesem Feld. Dann ist immer wieder eine Stufe weiter. Und wir sammeln damit dann hier Samen ein und brüchiges Holz, was wir scheinbar für Boote brauchen. So habe ich das gelesen. Hat nicht ganz geklappt. Wir sind mittlerweile schon 4 Anwohner. Und ja, wie gesagt, ich will das Spiel eigentlich zeigen, werde mich aber eigentlich eher blamieren. Da backen Bauer fest. Ein Überlebender, nicht Bauer. So, den kann ich dann befreien, indem ich ihm dann ein bisschen Land schenke. Ich bin ja so eine Art Gott gerade. Ne? Das ist schon mal ziemlich cool. So, ein bisschen schick machen. Mal ein bisschen dicker Strand hier. Wir wollen nur ein bisschen Strand haben. Gut, was kann ich alles bauen? Der Turm, der ist irgendwo wichtig. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wofür. Ich kann das lesen, aber ich verstehe das nicht so ganz. Der wird auch langsam gebaut. Irgendwann ist er so oft davor geflippert, dass der dann auch fertig ist. Und die bauen dann hier ganz fleißig weiter oder erforschen Umgebung. Einfach ist das ehrlich nicht. Essen sehen wir. Ich muss immer aufpassen, dass das Essen nicht sinkt. Im Augenblick sinkt das. Da muss ich ein bisschen mehr Länder erschließen. Obwohl man muss immer mehr Land erschließen. Mehr muss man ja eh nicht machen. Weil die Überlebenden ja ein bisschen selbstständig agieren. Und irgendwie auch völlig selbstständig verhungern. Aber wir brauchen natürlich auch Hühner, die müssen die einsammeln. Läuft er durch die Hühner durch, sind die weg. Und wir haben hier wieder welche drin. Und wir kriegen hoffentlich wieder plus... Ich will wenigstens über 10 schaffen in dem Video. Also 10 Überlebende. Und bastel einfach mal ein bisschen weiter an meiner Insel. Wir können machen, was wir wollen. Wir müssen nur langsam und vorsichtig sein. Das ist wie beim... Nee, sag ich nicht. Muss ja alles langsam machen. So, komm hier. Bisschen Platz. Sand weg für die Optik. So, der Turm ist fertig. Der ermöglicht mir, ich lese das einmal, a forest tower will help the village to see where saplings should be planted. Kein Schimmer. Weiß nicht, Mann, ich muss echt mehr Englisch lernen. Das hier weiß ich gar nicht, was das ist. Ich baue das einfach mal hier hin. Das habe ich auch wirklich nie rausgefunden. Da läuft er durch und ich weiß nicht, ob dadurch nicht die Bäume neu pflanzen. Ich glaube, ja. Dann, sonst sind, ja, wie gesagt, alle Bäume weg. Ihr seht, jetzt pflanzen sich neue Bäume. Das, wenn ich das mache, passiert halt das. Kostet auch irgendwie nichts. Und guck mal, was hier passiert jetzt. Die Felder müssen erst blühen. Darf ich denn jetzt hier davon einbauen?
liebes Spiel. Nein, darf ich nicht. Ich darf nicht bauen. Verdammt. Hier haben wir Acker. Ganz normale Felder, die sind auf den 9. Die können wir auch bestellen. Das mache ich jetzt auch. Mal 6 Stück hier hin. So. Der läuft jetzt da durch. Was ein Zufall. Und tut mir sofort daran arbeiten. Boah, ist das dunkel. Ihr seht, der buddelt da einmal um. Am Ende sind da Samen drin oder sowas. Und er sammelt dann dieses hier, dieses Holz. Das, was wir, wie gesagt, für die Boote brauchen. Aber soweit werde ich das Spiel gar nicht schaffen, dass wir Boote bauen können. Wir sind jetzt erstmal lächerlich 4 Überlebende. Die sind auch wieder am Verhungern fast. Ich bastel mal hier nochmal ein bisschen Landmasse dran. Wir haben ja noch ganz viel Platz. Ich darf noch nicht übertreiben, dann wird das Video ganz kurz. Und ich hab eigentlich gar nichts vom Spiel zeigen können. Weil das ist ja ein bisschen langwieriges Spiel. Ein Let's Play davon wird sich auf keinen Fall lohnen. Das ist einfach zu langwierig dann. Und ja, macht auch nicht so wirklich Spaß. Die ganzen Gebäude müssen wir noch upgraden. Ich bin immer noch Level 1 Gebäude. Heißt also noch nicht mal. Also das Grundgebäude habe ich erst gebaut. Müssen dementsprechend, die sammelt ja auch nichts ein. Ja genau, dafür brauchen wir die Samen. Die müsst ihr erstmal hier sammeln. Das war's. Hühner sind weg. Wir machen glaube ich jetzt wieder Minus. Guck mal. So, und was ganz Wichtiges habe ich vergessen, Wohnhäuser, die brauchen natürlich jedes Überlebensvolk. Hau doch mal eins hin, er muss ja wieder vorkloppen ab und zu. Dadurch bekommen wir auch mehr Platz für unsere Ressourcen. Wir kommen ja nicht mehr an die 100 dran. Wenn er das fertig gebaut hat, seht ihr, dann haben wir jetzt Platz 200, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke mal. Oh nein, tangiert das mal. Berühr das Gebäude. Ist halt alles ein bisschen Zufall. Aber macht echt Spaß. Wirklich, also ich kann das gar nicht beschreiben, weil es ist jetzt nicht das grafische Highlight, aber damals bei Arno hatten wir auch alle Launen daran. Ja, der läuft aber davor. Boom, fertig. Jetzt haben wir Platz 200. Verbrauchen aber auch, weil wir mehr Bürger sozusagen kriegen können. Jetzt haben wir 6. Mehr Nahrung. Also müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir mehr Nahrung kriegen. Ich knall da einfach mal Hühnerfarm rein, bis der Arzt kommt. Weil das ja auch die Hühnerfarm... Das ja klar, das erhöht halt die Produktion. So, wir haben einmal Äste eingesammelt, mehr nicht. Zweimal, er ist gerade wieder vorgetickert. Da haben wir so eine Hühnchenkeule. Und hier läuft ja kein Geflügel rum. Ich muss wieder Landmasse erschließen. Weil wir haben jetzt aber echt genug. Ich denke mal, es wird schon passen. Und eigentlich kann man das random. Man zieht einfach irgendwo Platz immer frei. Und es entsteht aber immer eine richtig geile Insel. Also ich habe gerade eine richtig geile, war schon ziemlich groß geworden. Hatte fast 20 Überlebende, aber dann sind sie mir auf einen Schlag alle verhungert. Man muss da halt ein bisschen tricky vorgehen. Wie gesagt, ist alles Englisch. Ich komme aber klar. Ist jetzt nicht so, dass das so schwer zu verstehen ist. Wenn man ein bisschen gespielt hat, rafft man das auch, ohne dass man super Englisch kann. Oh nein, was machen da? So. Schön machen unsere Insel. Oh, sieht fast aus wie ein Herz. Ist das nicht schön? Und unsere Überlebenden ackern sind 6 Stück. Wir kriegen Essen im Abzug, glaube ich gerade. Wir sind gerade im Minus. Steine gibt es gerade en masse. Bau nochmal eine davon. Die tue ich mal so einfach hier. Ja, der läuft dann davor. Bam, fertig gebaut. Ne, jetzt fertig. Man muss zweimal davor laufen, weil da ist dann diese Lore. Mal gucken. Das Ganze können wir versehen mit Wege. Wir haben jetzt 97 Steine. Mit dem Mausrad einfach gedrückt, dann können wir... Da bewegen sich dann die Leute schneller. Alles miteinander verbinden, aber irgendwie laufen die auch nicht die Strecken lang. Ich mache das einfach mal eiskalt jetzt. Das kostet natürlich Stein. Keine Frage, der Baum ist damit dann futsch. So. Mein Weg hier zum Haus. Hab den Unterschied noch nicht bemerkt, ob das jetzt dadurch schneller geht, besser geht. Ich weiß nicht, er sammelt das jetzt schon mal ein. Das ist schön. 6-mal das. Wir haben 6 Bauern. Unser Geflügel bleibt so beim 70. Wird natürlich gerne mehr machen. Das können wir, glaube ich, immer noch nicht setzen. Nein. Habe ich gerade setzen dürfen, wo ich gespielt habe. Ich war wahrscheinlich einfach schon ein bisschen weiter. 70, 75. Wir steigen, also machen wir mal ein bisschen hier mal Ordnung rein. Ein bisschen mehr Land. Und zwar hier. Ich entscheide mich immer so ganz zufällig. Mach den mal weg. Es kostet alles. Natürlich diesen lila Balken. Der sich immer langsamer füllt, habe ich so den Eindruck. Ne, nicht eckig. Eckig sieht kacke aus. Sieht ja unnatürlich aus, ne? So, du nicht. Ah ja, das sieht auch doof aus.
So. Und unsere Heinzelmännchen, die sammeln ganz fleißig ein. So, jetzt aber wirklich, man will das immer schön haben. So, der Strand entsteht dann automatisch. Wir haben jetzt so eine richtige Insel erstellt. Also, das war jetzt von mir nicht geplant, wie die jetzt aussieht. Finde ich super an so eine Spiele. Machen immer noch Gewinn. Nein, nein, wir machen gerade Minus. Los, sammel Fleisch, Fleisch! Die Hühnerfarmen sind auch leer. Das bedeutet auch, dass auch zu wenig Hühner da sind. Was ein Ding, hätte man nie mit gerechnet, ne? Jetzt machen wir wieder Plus. So, war Sandhaufen weg. Hier sind sie ganz fleißig am Ackern. 8 Bauern sind es mittlerweile. Also ich will mindestens 10 diese Folge schaffen. Also diese Aufnahmen, besser gesagt. Ich werde ja kein großes Video draus machen. Ist ja ein angespielt Video nur. So, ein bisschen Land. Ist, wie gesagt, nicht das spannendste Spiel. Zum Zusehen, aber einmal zum angespielt. Wie gesagt, ich habe ja als Hobby Spiele anspielen, ne? Dann ist das natürlich eine coole Idee. Da kann man das ja mal machen. Als Let's Play glaube ich eher weniger. Boah, wir kriegen voll viel Geflügel. 85. Das Ding ist wieder voll. Also haben wir Überschuss. Können theoretisch gesehen mal noch eine Wohnhütte bauen. Was ja dann erhöht, dass wir mehr Bauern kriegen können. Und dann habe ich ja fast schon 10 geschafft. Haha, super. Ich bin ja richtig gut. So, die Musik können wir ausstellen, mache ich aber nicht, weil das einzige Geräusch, was das ist, was das Spiel machen kann, ist die Musik. Guck mal, der läuft jetzt durch den Feld durch. Mitten in der Nacht. Wow! Wow, 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 wow! Ich bin aus dem Spiel gekickt worden. Ich hoffe, das stört nicht die Aufnahme. Ist gerade meine 7 Days to Die Folge fertig gerendert. So! Ja, ja, ja! Die müssen jetzt wirklich davor dengeln, es werden immer mehr Bauern. Wie das Essen aber auf Null, dann werden das wieder weniger und dann läuft hier keiner mehr rum. Heißt also, dann wächst dann die Bäume gemütlich und alles wuchert wieder zu. Und ab und an spawnt mal ein Bauer, aber das war's und der verhungert wieder ganz schnell. Also muss man sich wirklich von vornherein hier ordentlich Mühe geben. Und ich glaube, ich habe das grundsätzlich schon verstanden, so wie es aussieht gerade. Holz 200, wir machen mal hier noch so eine Hütte da rein. Ach komm, machen wir 2, wollen wir die geizen. Aber der klaut mir da durch die Felder. Ja, hätte ich nicht gewusst. Machen wir das auch wieder weg. Egal. Alles für das Auge. So. Schick machen. Es muss ja gut aussehen. Alles betonieren. Typisch Menschen. Jetzt haben wir wieder weniger Hühner und es geht wieder ordentlich runter. Oder? 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 10 Bauern. Yeah! Ich hab's geschafft. Mein Videoerfolg. Geplant war es nicht. Ich würde am liebsten zeigen, wie es weitergeht. Aber wenn ihr da Interesse für habt, dann könnt ihr es natürlich selber ausprobieren. Ich mache mal von ein bisschen Landmasse. Kann ich ihn eigentlich aussammeln? Nö, ne? Nein. Nicht, dass ich da irgendwas vergesse. So, ein schöner Pin kommt dann aus der Insel raus. Nein, da will ich keinen Strand. Da auch nicht. So, und ja, diese Holzpaletten sind natürlich mehr Holz. Wir haben viel Material. So gut war ich gerade noch nicht. Das ist also wirklich so gut war ich noch nie in dem Spiel. Gibt mir gerade auch viel Mühe. Dann wollen wir mal anfangen. Das geht immer noch nicht. Noch ein paar Felder zu erschließen mit der 4. Ich würde das einfach mal ein bisschen zocken. Vielleicht schaffe ich ja mehr. Das habe ich verbraucht. Das habe ich keine. Doch, Steine habe ich noch genug. Das geht ja immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Man kann es ja lesen. Das ist nämlich da. Barley. The rich corpse of the island. Which bit more, we're very delicate. Es ist lecker. So. 2 Samen. Ja, Samen habe ich ja gar nicht. Samen muss ich erst finden. Abfarmen, sozusagen. Und die Samen konnte ich wie herstellen? Noch mal davon ein paar rein. Ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht ist das ja wichtig. Leider weiß ich nicht, was das ist. Ich kann es auch lesen, aber irgendwie komme ich da nicht hinter. Es wird mir hier nirgendwo angezeigt. Gut. Ja, schon 20 Minuten. Boah, was? So schnell? Gut, meine 11 mittlerweile bauen. Oh, Nahrung geht runter. Ich werde verhungern. Wie immer. Ich habe wieder übertrieben. Los, wir brauchen Land, wir brauchen Ressourcen.
einfach mal. Durch mehr Land kommen ja natürlich mehr Ressourcen und damit werden sie dann satter, die 10, aber dadurch werden die 10 wieder mehr. Und dann haben die noch mehr Hunger und dann muss ich hier mehr Farm bauen und dann muss ich mehr lagern können. Und ach, das ist alles eigentlich ein ziemlich simples Spielprinzip, aber es macht Laune. Es macht richtig Laune. Wenn man es mal raus hat, ich denke, wenn man einmal raus hat, dann hat man das Spiel durch. Dann hat man das halt sozusagen im Unendlich-Modus. Ja, es wird wieder mehr. Das Land ist halt wichtig. So, ich verbrauche alles. Nicht eckig. Eckig ist doof. So. Schöne Küstenstreifen. Oh. Das arme Huhn. Es ist gefangen. 13 Bauern. Wir machen wieder Plus am Essen. Super, super. Und es wachsen überall mal Rohstoffe nach. Ja, er ist gefangen. Den befreien wir mal schnell. Damit er auch produktiv mitarbeiten kann auf meiner Insel. Das arme Huhn auch. So. Die verbinde ich jetzt hier mit armes Huhn. So. Kriegen 3 Hühner. So, das ist meine Insel. Sie arbeitet gerade fleißig. Ihr habt gesehen, wie es so grob funktioniert, das Spiel. Ich hoffe, dass ich das nicht ganz so falsch gezeigt habe. Ich denke mal, dass das schon richtig ist, weil ich bin ja noch nicht verhungert. Dass das alles richtig ist. Die Leute sammeln weiter. Unser Balken lädt sich wieder auf. Wir können immer größer werden. Und da ist Ende. Da ist Ende. Mache ich das aber noch schön. Hier oben kommt dann ein Spezialeckchen. So. Da können wir das Bordell hinbauen. Ja, ich hoffe, ich habe alles ordentlich gezeigt. Ihr habt das verstanden so ein bisschen und seid auf jeden Fall besser als ich. Ich habe natürlich noch viel zu wenig Wohnhäuser und verhungere gerade aktuell wahrscheinlich auch wieder. Aber wenn man da ein bisschen sich hinterhaut, dann kann man das Spiel tatsächlich schaffen. Und es wird eine richtig coole kleine Stadt auf seiner eigenen Insel, die man sich basteln kann und macht Spaß. Gut, wir sehen uns beim nächsten Angespielt-Video. Ich weiß noch nicht, welches das ist. Bis dann!